Hallo und herzlich willkommen mit Reisenschuss Universum. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu The Elfamatic. Einen wirklich guten Mod, muss ich sagen. Ich habe da echt wenig zu meckern. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ihr wisst, ich meckere ganz gerne mal, aber mal sehen. Vielleicht bleibt das ja aus. Wir betreten die Fans-Tunnel. Und huch, hallo. Okay, also wir haben schon mal ein Leben abgestaubt. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich habe mit allen möglichen jetzt gerechnet, aber damit jetzt nicht. Von daher ist das schon mal positiv. So, okay. Da am Anfang ein Leben ist, können wir eigentlich mal ein bisschen hier blöd rumspringen, solange ich mich dabei nicht umbringe. So. Alles gut bisher, glaube ich. Aha, aha, okay. Ich stehe, glaube ich, richtig. Ich stehe, glaube ich, Gold richtig. Nicht jetzt. Das war gerade ein richtig blödes Timing von meiner. Oh. DOSBox. Warum auch immer ich Probleme habe, mich gerade an DOSBox zu erinnern. Okay. Ich möchte nicht so nah an Slicer stehen. Because reasons. Okay, meine Freunde. Ich glaube, ich speichere einfach mal hier an der Stelle. Weil das sieht so aus, als ob das länger dauert. Und wenn ich jetzt versuche, das in einen Run zu schaffen, endet das so meistens damit, dass ich hoch. Oh Gott. Habt ihr gesehen? Deswegen speichert man. Man weiß nicht, was in so einem Mod auf einen wartet. Das war nicht nett, muss ich zugeben. Das war nicht nett. Und die DOSBox spinnt bei mir gerade ein bisschen rum. Ich habe da echt wenig Zeit zum Reagieren gerade. Ja, das ist. Okay. Okay, ich muss zugeben, diese Stelle eben ist ein bisschen tricky. Ich gehe mal davon aus, dass auf leicht und normal da kein diagonaler Slicer ist. Okay, alles gut. Alles gut, alles eine Frage des Timings. Ich weiß halt echt nicht, was auf mich hier wartet. Und da ich nicht weiß, wie das jetzt hier funktioniert, würde ich einfach mal gerade hier speichern. Das ist einfach sicherer. Ich spring mal hier gerade hin. Seht ihr, deswegen. Ja. Schwer sowas beim ersten Versuch auch generell zu schaffen. Wir müssen hier direkt wieder runterspringen, ansonsten haben wir da schlechte Karten. Bisschen tricky. Ich muss zugeben, langsam erreichen wir bei dem Level den Grad von, hätte ja nicht so übertreiben müssen. So, ich glaube, ich speichere kurz davor wieder. Denn ich glaube, das wird ansonsten sehr, sehr lange dauern, das Level. Fuck. Ich habe eigentlich gedacht gehabt, das wäre gut, was ich hier mache, aber am Ende kam ich doch von dem Timing her sehr ab. Oh, wirklich. Okay, da habe ich geschlafen. Also, ich versuche das trotzdem jetzt nochmal. Ich bin da ein bisschen ehrgeizig. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Muss ich zugeben. Ich habe erst gedacht gehabt, das wird deutlich einfacher. Also, hier kann ich offensichtlich stehen bleiben. Da nicht. Ich schlafe da. Ich gucke die ganze Zeit irgendwie links, wie der schießt und konzentriere mich kein Stück mehr auf den, wie der rechts ist.
So, hier können wir so stehen. Wir müssen nur springen. Aber was mache ich da? Ich habe gedacht, glaub, das wäre eine Plattform, wo ich safe drauf springen könnte. Ei. Mann von Chicago Netzwerk, es war aber nicht gut. Ich glaube, ich kann aber immer hier auf den stehen bleiben. Zu viele Trick-Jumps in einer Passage. Da kommt selbst der Mann vom Shikadi-Netzwerk ein bisschen ins Schwitzen. Ich verkacke irgendwie diesen Sprung. Vielleicht kann ich auch irgendwie doch stehen bleiben. Ja, ich kann auch einfach stehen bleiben. Oh, nee. Ich muss mir angewöhnen, da relativ weit links zu stehen. Jetzt. Ich muss schon sagen, das hat er echt geschickt gemacht. Der Freund hier. Freund der guten Sonne. Okay, das geht. Ah, ein Springe rein anstand. Okay. Lassen wir das einfach mal so stehen, dass das nicht unbedingt jetzt gerade meine Paradeaktion ist. Das ist, okay. Und ich stehe. Es ist ein bisschen gemein, muss ich zugeben. Ein bisschen gemein ist es, weil auf der einen Seite stehst du zu weit links, auf der anderen Seite stehst du zu weit rechts. Ich will es aber in einen Run schaffen. Also da bin ich jetzt gerade ein bisschen penibel. Okay. Wir haben es geschafft. Also, bin mir 100%ig. Bin mir 99% sicher. Ja, geil. Guter Spot zum Safen, mein Freund. Okay. Gerade noch so gerettet. Gerade noch so gerettet. Ey, ich zähle es trotzdem mal als Passage geschafft. Okay. Das ist ein bisschen, also ich stelle eben mal ein bisschen tricky. Wie tricky wird das jetzt hier? Das sieht jetzt, ehrlich gesagt, fast schon zu human aus. Okay. Ich bin mir nicht sicher, was genau jetzt hier abgeht. Ich habe mich verdrückt. So. Das hätte ich nicht überlebt. Das überlebt man nicht, sich hier zu verdrücken in einem Spiel. Okay, irgendwo muss es ja. Ja, ein bisschen aufpassen sollte ich trotzdem noch. Ja, und die DOS-Box macht Spinnereien. Okay. Ich finde, das war eigentlich ganz cool. Es hatte zwei kniffligere Passagen, aber ansonsten fand ich das echt cool. So, speichern mal gerade hier unter Backup und gucken mal in Atomic Rails. Okay. Das. Also falls er nicht noch irgendetwas Lustiges hier eingebaut hat, finde ich das schon wieder etwas zu, wie könnte man sagen, ein bisschen zu redundant an dieser Stelle. Ausgerechnet, das direkt das nächste Level ist wieder so ein Plattform-Level. Mal gucken, vielleicht sind wir auch hier nur zeitweise darauf angewiesen, nicht so wie eben ständig. Okay. Ich sollte vorher speichern, bevor ich irgendeinen Mist mache. Oh Mann. Oh Mann. Gut, ich habe ja Gott sei Dank über Backup gespeichert.
Eieiei, ich bin aber auch ein Fuchs. Okay. Stellen wir uns einfach mal wieder auf so ein Plattformlevel ein. Ich hoffe nicht, dass es nur ein Plattformlevel ist. Weil das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Also Abwechslung fand ich bisher in dem Mod ganz cool, aber das fände ich wiederum nicht so gut. Ja, ich fange schon wieder an zu meckern. Ah ja, ich bin halt einfach Besseres gewohnt bisher. So, wir speichern hier wieder unter YouTube. Diese Stelle ist ein bisschen knifflig. Okay. Ich habe irgendwie übersehen, dass dazwischen... Ah, jetzt schon. Eieieiei, was mache ich denn hier? Schieb's mal wieder auf das Wetter. Wir müssen auf diesen hier. Okay. Kann ich mich da ducken? War ja klar, meine Freunde. War ja klar, dass es nicht funktioniert. Okay. Das sah schlimmer aus, als es schlussendlich war. Trotzdem habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert. Also technisch gesehen so wie immer. Wie geht's hier weiter? Wirklich, Spiel. Daran war ich jetzt nicht schuld. Daran war ich jetzt wirklich nicht schuld. Okay. Ich überlebe das. Tatsächlich. Ich bin... Man sieht schon, ich bin es nicht gewohnt, viel zu springen. Ich benutze für alles immer den Pogo, aber der Pogo wäre hier... Weiß Gott, too much. Okay. Das war cool, muss ich zugeben. Das war ganz cool. Die Idee gefällt mir. Okay, ja, ja. Wirkt halt schon ein bisschen... Oh, never mind. Zu viel. Sehr viele Slicer hier. Da habe ich den Absprung verpasst. Eieieiei, was ist denn schon wieder los? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es liegt ein bisschen an meinen Rückenschmerzen, die ich zurzeit habe. Ich kann irgendwie aktuell nicht sehr lange so angespannt sitzen, wie ich es gerade für Commander Keen immer tue. Von daher quietschen wir mal gerade ein bisschen und setzen uns einfach mal... Ich versuche mich mal bequemer hinzusetzen. Ich hoffe, ich bin trotzdem noch gut zu verstehen. Weil ich merke schon, das strengt unglaublich an. Es liegt so ein bisschen, glaube ich, auch daran, dass ich nicht besonders gut schlafe. Und dann ist man automatisch immer verspannt. Liegt falsch, also... Das ist... Also das war slightly unfair, muss man sagen. Also... Da muss ich mich auch mal im Schutz nehmen. Das war einfach nur unfair. Ich glaube, hier muss ich gar nicht hochspringen. Hm? Naja, muss ich auch nicht. Okay, wir speichern vor der Stelle, weil es ist mir ein bisschen zu unfair, was da gerade abgeht. Also es ist nicht so unfair wie Amber oder Keen 5.5 unfair. Thank you.
diesmal ging's. Diesmal ist Roborad nicht ausgerastet. Das kann man bei dem auch echt schlecht einschätzen, wann der ausrastet und wann nicht. Okay. Einfach mal geduckt halten. Interessant. Ich hoffe, danach kommt nicht noch ein Plattform-Level, weil das wäre dann ein bisschen zu übertrieben. Ich meine, ich hätte es besser gefunden. Ich habe mich verdrückt. Was ist denn heute los? Ich verdrücke mich doch normalerweise nicht so oft. Das ist ein bisschen... How in the world? Ich meine, wie stellt sich der Macher das... Und ich falle dazwischen. Wie stellt sich der Macher das denn vor, das in einen Run zu schaffen? Ich frage mich da immer, ob die Leute auch selbst das dann in einen Run... Ich finde es ein bisschen fies, dass er die Lücken dazwischen gemacht hat. Ansonsten, ich verstehe, er wollte das schwieriger machen als das andere. Das ist auch vollkommen legitim, ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde es halt einfach nur ein bisschen too much gerade in dem Level. Manchmal kommt es mir so vor, als ob die... Ah. Es wäre so viel angenehmer, wenn diese Lücke dazwischen nicht wäre. Die macht das einfach nur unnötig schwieriger. Ich meine, das ist sowieso schon ein bisschen schwieriger, weil man beim Spyro-Crip selbst nicht timen kann, wie man springt. Man richtet sich ja praktisch nach dem Spyro-Crip. Und das ist durchaus eine Problematik, weil du kannst die Spyro-Crips ja nicht kontrollieren. Das heißt, es ist komplett abhängig davon, wie die Spyro-Crip gerade springen. Und da du auf bewegen, also auf sich bewegenden Plattformen bist, und das war tatsächlich gerade die Schuld von der DOS-Box. Weil wenn das so rumflimmert, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Ich sollte mal meine eigenen Videos gucken. Schon wieder. Ich muss wirklich mal meine eigenen Videos gucken, und das war ja jetzt wirklich echt, um zu gucken, ob auch dieses Flimmer im Video selbst ist. Weil wenn das da ist, dann kannst du manchmal nicht richtig steuern, und das ist ein kleines Problem. Wirklich, ich springe nicht hoch genug. Okay. Ich sehe schon, ich müsste diesen Level tatsächlich noch häufiger speichern. Eieiei. Also heute bekleckere ich mich alles andere als mit Ruhm. Das könnt ihr mir glauben, also das ist wenig ruhmvoll. Oh, das war ganz schön knapp. Ich wollte hier speichern. Weil man braucht immer so einen Moment, um halt aus der Pause rauszukommen, und da wollte ich jetzt nicht so einen relativ schwierigen Sprung an dieser Stelle machen. Das wäre nicht so cool gewesen. Okay, das geht. Haben wir wieder die duften Spyro-Crips, die ich nicht kontrollieren kann. Ich hasse sie. Die passen halt auch komplett nie vom Timing her. So nach dem Motto, nein. Wir sind jetzt nicht so, wie du das gerne hättest. Oder wie es fair oder in Ordnung wäre. Nee, von Spyro-Crips speichere ich nochmal. Die sind einfach zu beschissen. Ich frage mich... Vielleicht sollte ich mich darauf konzentrieren, was ich hier mache. Aber ich frage mich, wie das auf normal aussieht. Ist es auf normal auch ähnlich scheiße?
Okay. Er nutzt auf jeden Fall den Platz des Levels gut aus. Fühlt sich halt nur leider ein bisschen sehr recycelt gerade an, weil wir ähnliche Strecken 2-3 Mal durchgehen. Nur von einer anderen Seite. Ja, geil. Okay, ich bin... Okay. Da muss ich erstmal gucken, wie das funktionieren soll. Ich muss mir den Weg komplett angucken. Ich muss mich von einer Plattform auf die andere fallen lassen, während das Ding da schießt. Wartet mal. Ich... Oh Junge, oh Junge, das sieht spaßig aus. Also okay, das ist wirklich herausfordernd gerade. Ich hätte nicht da speichern sollen. Ich hätte da nicht speichern sollen. Das ist die falsche Plattform. Ich muss hier speichern. Okay, ich konnte nichts drücken. Das war auch okay. Ei. Also, langsam muss ich zugeben, nimmt es Ausmaße an, die ich unschön finde. Oh. Die sind auch noch zu nah dran, die Kanonen. Ich habe gedrückt. Okay, ich glaube, die DOS-Box verarscht mich zwischenzeitlich. Da hat mir ein Millimeter gefehlt, oder was? Meine Güte. Das ist alles andere als einfach. Gott, das Timing hier muss ja unmenschlich sein. Ja, geil. Und dann spinnt die DOS-Box wieder rum. Macht aber nichts, weil ich wäre da eh gerade gestorben, weil ich muss das so timen, dass ich auf dieser beschissenen Plattform lande, was nicht einfach ist. Und das muss ich wie oft machen? Mindestens 3 Mal? Ja, mindestens 3 Mal. Oh Gott. Ich speichere hier mal gerade dazwischen, weil kleine Erfolge wollen auch gespeichert werden. So, wir stehen ja immerhin auf der richtigen Plattform. Ich speichere jetzt diesen ganzen Scheiß durch, weil das wird mir ansonsten zu behindert. Ich meine, das auf den bewegenden Plattformen ist... Oh Gott, bitte sag mir jetzt nicht, ich habe da an einer Stelle gespeichert, wo ich jetzt immer runterfalle, oder? Ach Gott, wirklich, Spiel. Oh, wie habe ich das denn gemacht? Egal, nicht beschweren, froh sein, dass man das Level nicht komplett nochmal neu spielen muss. Diese Plattform. Okay, an dieser Stelle, Modder, wenn ihr sowas macht, baut eigene neue Plattform ein. Die Plattform, die Originalplattform aus Keen 5 eignen sich dafür nicht. Sie sind erstens zu schmal und zweitens an den Kanten selbst backt es dich teilweise einfach runter. Und nicht mal nur an den Ecken, wo es die Richtung ändert, sondern auch einfach mal so. Und es ist... Okay, das war jetzt meine Schuld. Das ist überraschend schwierig. Okay, wir haben diesen Scheiß geschafft. Ich merke schon, wie meine Stimmung umschlägt.
Also, ich habe nichts dagegen, dass ein Mod herausfordernder ist, aber wir nähern uns halt langsam bei diesem Level Keen 5.5 Niveau. Und das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. Und ich bin irgendwie nicht konzentriert genug, um das zu schaffen irgendwie gerade. Ich schlage mich heute echt nicht gut. So, wir speichern aber hier, weil ich möchte das aus Trotz an ein Stück schaffen. Okay. So, ein bisschen konzentrieren muss ich mich da auch, ja. Ich habe bei diesen Dingen immer das Gefühl, da kommt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich gerade aus Protest umgebracht, weil ich realisiert hatte, ich hätte auch einfach stehen bleiben können. Oder haben sich jetzt die Pattern geändert, nur um mich zu ärgern? Nein, haben sie nicht. Diese kleinen, beschissenen, schmalen Plattformen. Es gibt, kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass die so doof sind. Ich kann einfach stehen bleiben. Es ist, manchmal mache ich es mir schwerer, als es sein muss. Na, wunderbar. Okay, es fühlt sich langsam echt repetitiv an. Und ich springe nicht hoch genug. Okay, die DOS-Box geht mir gerade echt auf den Senkel. Okay, das war jetzt fairerweise nicht die DOS-Box. Meine Güte, ich glaube, ihr habt mich heute bestimmt 180. Wieso springe ich nicht einfach auf die andere beschissene Plattform? Gut, 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 gut. Was haben wir denn hier? Ich speichere mal vorsichtshalber, weil das Level ist etwas länger als das andere. Ja, sag ich etwas länger, das Level ist deutlich länger. Ja, natürlich. Okay, abwischen. Aha. Mhm. Möchtest du vielleicht noch irgendwas hinzufügen? Irgendwas Beschissenes? Vielleicht irgendwelche Laser-Phaser an den Seiten? Ja, Gott. Wenn ihr schon sehen, was das für eine Richtung gerade geht. Ja, that was close. Don't shoot. Ja, dass du da irgendwie darauf angewiesen bist. Okay. Ist das das Ende? Ich meine, es ist lang genug, um das Ende sein zu können. Ja, doch, scheint das Ende zu sein. Yay! Fast 30 Minuten schon wieder um. Habe ich Lust, noch weiter zu spielen? Ehrlich zu sein, ich würde gerne mal ein anderes Level sehen. Ein Level ohne Plattform. Hoppala. Ich muss mich gerade ein bisschen umsetzen. Ich muss nämlich zugeben, ich möchte den Part nicht wieder etwas mies gelaunt beenden. Ich meine, auf der einen Seite finde ich es gut, herausgefordert zu werden. Weil zu einfach wäre ja auch wieder irgendwie uninteressant. Aber ich meine, wenn man das Level jetzt vergleicht mit dem komplett restlichen Mod,
Gut, es gab vereinzelt Stellen auch in anderen Leveln, die etwas anspruchsvoller waren, aber es war jetzt irgendwie so, als ob sich der Mod von der Schwierigkeit her auf einer 3 bis 4 befindet und dann auf jemand den Schwierigkeitsgrad auf 8 oder 9 anheben würde. Es war ein bisschen komisch, ja. Ich habe aber gerade ein bisschen Bock weiterzuspielen, noch ein weiterer Defense Tunnel. Wären jetzt wieder Plattformen gekommen, ich hätte sofort pausiert. Kein Scheiß, ich hätte einfach sofort wieder pausiert. Ich hätte gespeichert und hätte aufgehört. So, immer schön nach Secrets gucken. Ah, es tut so gut, nicht immer auf Plattformen zu sein. Es war einfach too much. Sind wir ehrlich, es war too much. So. Ah, da sind mehrere. Das speichern wir doch mal. Also, wir wollen ja nicht, hier können wir stehen, oder? Problem ist der Shelly da, aber um ehrlich zu sein, wir brauchen die Schuss gerade gar nicht. Ah. Jetzt können wir die Schuss uns eigentlich auch schon wiederholen. vielleicht später. Wir halten uns das mal im Kopf, dass hier welche sind. Falls wir sie benötigen sollten. Ich glaube nicht. Wir haben 122 Schuss, also. Ah. Mhm. I see what you did there, mein Freund. Jetzt muss ich irgendwie vom Time her gucken, dass ich nicht dumm bin. Okay, das finde ich wieder irgendwie ganz cool. Ich nehme mal an, hier ist wieder ein Shelly. Und hier ist ein Key. Jetzt habe ich natürlich nicht darauf geachtet, welchen Key wir brauchen. Hat wirklich echt wenig Secrets hier eingebaut, oder ich bin echt schlecht in diesem Mod darin, die Secrets zu finden. So, jetzt die Frage, was ist denn da drüben eigentlich? Okay. Wir brauchen erstmal den gelben Key. Ich wollte eigentlich den dazu bringen, da runter zu springen. Okay. Ich werde irgendwann mal durch diese Vaultface sterben, weil ich zu ungeduldig bin. Darauf können wir uns bestimmt schon mal freuen. Jetzt kommt wieder mein wunderbares Timing. Aber war okay. So. Bisschen rumquietschen. Wir können doch einfach hier hingehen. Ach, ich mach's mir teilweise einfach selbst zu schwierig. Okay. Bin ich da zu nah an dem Slice Star? Ich möchte es nicht testen. Von daher kommt der hier rüber, der Little M-Turn. Ich möchte jetzt nicht die Seite wechseln. Nein, er kann da nicht hin. Okay. Das heißt, wir müssen... Okay, gut zu wissen. Ich habe nicht aufgepasst. so. So. Ich muss sagen, es klappt aktuell mit Little Empton ganz gut. Ah, mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht doch mal zwischenspeichern, falls ich Mist baue. Oh Gott. Ich meine, wir kennen mich. Ich bin dazu in der Lage, durchaus Mist zu bauen. Habe ich in der Plattformpassage ja zu Genüge gezeigt. War klar, dass ich mindestens einmal noch verfehlen muss. Einmal muss man immer verfehlen. Okay, wie kommt man da denn durch? Vermutlich von woanders? I guess. Es tut mir leid, dass ich noch ein weiteres Level spiele. Ich glaube, euch stört das wesentlich weniger als mich. Ich wollte halt irgendetwas ohne Plattform haben.
Das erste Level mit Plattform, das war recht kurz und knackig gewesen. Nicht zu einfach, nicht zu schwierig. Und dann kam das Level danach. Anstatt dass man das irgendwie besser aufgeteilt hätte und diese Passage vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt gekommen wäre, hat man sich irgendwie gedacht gehabt, jo, wir bringen jetzt dasselbe nochmal, nur in schwieriger. Leider so schwierig, dass es schon leider in Richtung nervig ging. Es war, ich muss zugeben, es war nervig. Es war echt nervig. So. So, dalle. Möchte ich mir die Schuhe eigentlich holen? Ich habe mich hereinlegen lassen von dem Ich beobachte die ganze Zeit und trotzdem lasse ich mich hereinlegen. Ich kann einfach so laufen. Gott. Ich bin so ein Vogel. Ja, den Shelly sollte ich hier vielleicht dann doch mal umbringen. Nein, du sollst kein Buch lesen. Nein. Jetzt muss es ein bisschen vom Timing her klappen. Ich will doch einfach nur ein Shelly loswerden. Jo, also. Die kommen sehr, sehr nah an diese Kante daran. Nur wegen dem doofen Schuss, den ich gerade eh nicht brauche. Solide. Also speichern wir nochmal, bevor ich Mist baue. Ich meine, wir kennen mich. Ich habe auch vorhergesehen, dass ich mindestens einmal durch die World Face sterbe. So, was haben wir hier? Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu... Was mache ich hier? Ich lasse mich von der Tatsache ablenken, dass er denselben Mist nochmal macht. Also, dass er das hier so gemacht hat, finde ich noch in Ordnung. Aber spätestens hier hätte er meiner Meinung nach... Jetzt fängt es an. Jetzt fängt es schon wieder an mit dem beschissenen Timing. Spätestens daran merkt man, dass ich zwischenzeitlich nicht mehr so gut drauf bin. Alles gut allerdings. Er hat ein bisschen was verändert. Aber ehrlich gesagt, nicht viel. Ja, dann halt nicht. Was war das denn? Was war denn das? Ach Gott. Dieser Moment, wo man sich sagt, oh, man hätte vielleicht doch aufhören sollen. Oh, ich habe aus Versehen einen anderen getroffen. Okay. Slicer ist jetzt nicht so das Problem, außer er hat es so gebaut, dass das zu einem Problem wird. Ich habe keine Ahnung. Ei. Mein Timing ist echt manchmal super gut. Deswegen war ich auch in Musik immer recht schlecht. Okay, das ist ein bisschen schwieriger. Okay, damit habe ich schon fast gerechnet. Okay, hier speichern wir mal ganz kurz zwischen. Wollen wir erstmal gucken, was hier ist? Nein. Oh Gott, bitte sag mir nicht, dass das irgendwie so ein Rätsel ist. Oh Junge, ein Robo-Rat. Damit hätte ich doch rechnen müssen. Hab auch noch... Ja, wir gehen erst da lang.
Oh Mann. Oh Mann. Vor allem, wie drückt man diese Schalter? Ich habe keine Ahnung. Ist hier jetzt ein Slicer und ein Roborad? Nein, hier sind einfach zwei Slicer. Der fährt aktuell nirgendwo hin. Hierfür brauchen wir einen blauen Key. Gott, das Level ist echt noch recht lang. Also Hut ab. Das sind wenig wirklich kurze Level, die er da gebaut hat. Oh Gott, ich hoffe, das Level ist nicht noch ultra lang. Okay, wir müssen also an Robo Baguette vorbei. Was mache ich hier? Oh Mann. Ich bin bei den Temperaturen echt zu vergessen. Wir haben eh mehr als genug Schuss. Wir haben noch 123 Schuss. Ich muss sie aber noch nicht alle aktivieren, oder? Naja, wir gucken uns erstmal um. Ich glaube, er ist für die Plattform. Okay, dafür brauchen wir sicherlich den Key. Sollen wir einfach mal alles aktivieren? Ist das richtig? Das ist eine sehr gute Frage. Stelle speichern wir mal, nicht dass Robo Baguette gleich auf uns schießt. Oh, habe ich jetzt so scheiße gespeichert? Nee, es geht. Muss ich einfach nur einen richtigen finden oder wie darf ich das verstehen? Oder muss ich mehrere richtige finden? Oder ist nur immer einer richtig? Du bist ein kleiner Huso. Ich muss doch meine Theorien überprüfen. Verschwinde mal, so, wirklich. Okay. Oh Mann. Ich glaube, ich habe alle durch. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh, goddammit. Warum muss man da bei sowas ein Roborad hinklatschen? Wirklich. Hat man eigentlich nicht nötig, oder? Der war richtig. Der war richtig. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt die drei richtigen waren oder ob es vier richtige gibt. Oder ob ich das komplett falsch sehe. Da muss ich tatsächlich gerade einfach nur raten. Ah. Aha. Oho. Na, gucken wir einfach mal. Der dritte von rechts. Zwei daneben der. Okay. Und der zweite von links. So. Der da. Der da. Und der da. Okay. So, jetzt müssen wir nur noch auf diese wunderschöne Plattform warten, während ich mich strecke und mit diesem wunderschönen Stuhl knarze. Ich brauche bei Gelegenheit einen neuen. Also, ich habe den zwar mal die Tage geölt, aber er macht trotzdem immer noch die knarzenden Geräusche. So. Hallo, Key. Geh mal davon aus, da ist kein Secret. Weil es echt wenig gab. Ich denke mal, das, was ich da gemacht habe, war so richtig. So, das ist der blaue Key. Den brauchten wir auf der anderen Seite, oder?
Ihr war nur ab. Nee. Okay. Never mind. Wir müssen wieder an Robo Baguette vorbei. So, dann gehen wir mal wieder bei Robo Baguette spazieren. So. Natürlich ist er da. Natürlich schießt er auch sofort. Ich meine, was soll er auch sonst machen? Ist ja unser guter Freund. Hat das auf der anderen Seite aktiviert? Ich weiß es nicht. So. Da fällt man durch. Das ist meist kein gutes Zeichen. Das ist meist gar kein gutes Zeichen. Wir werden einfach mal gucken. Wo komme ich denn jetzt an dieses Vita-Ding nicht dran? Der Typ hat irgendwie eine Plattform fertig. Also ich kann das mir anders nicht erklären. Also er übertreibt es irgendwie damit. Also das ist meiner Meinung nach einfach too much. Das hätte nicht sein gemusst. Ja, da bin ich nicht schnell genug runtergekommen. Das war auf jeden Fall mein Verschulden. Kommt der zu spät da oben an? Kaum habe ich wieder etwas mit Plattform, sterbe ich wie am laufenden Band. Okay, nein. Alles gut. Ich speichere hier mal. Die Kombination von diesen schmalen Kackplattformen an so einer Stelle. Ich meine, jetzt sind es Gott sei Dank viele nebeneinander. Da war ich zu zaghaft. Ja, ich fange vielleicht mal besser ein neues Spiel an und guck mal, ob das besser funktioniert. How in the world? Ich muss da drüber springen. Ich muss die ganze Zeit im Springen bleiben. Sehe ich das richtig? Das war zu früh. Das war zu früh. Ihr glaubt mir gerade gar nicht, wie sehr ich dadurch angefressen bin. Ihr glaubt es wirklich nicht, weil ich bin schon sehr angefressen. Das Exit ist hier. Hatte ich gespeichert. Ich würde gerne auf den Plattformen... Ach komm, hier nein. Speichere einfach hier oben und guck mal, was da unten ist. Ein Gang. Warte mal kurz. Ich habe gar keine Keycard, oder? Ja, okay, ich darf hier noch nicht lang. Und lass mich raten, er hat dieselbe, in etwa dieselbe Scheiße nochmal auf der anderen Seite gemacht. Natürlich hat er das. Ich hätte aufhören sollen. Ich hätte einfach nach den beiden Leveln aufhören sollen. Also das mit den Plattformen, ach, wirklich. Und er bringt dieselbe nochmal. Ich hätte einfach abspringen müssen. Das hätte ich mir denken können. Anstatt verwirrt mich umzusehen, was zur Hölle ich machen soll, ne? Mein Freund. Darf ich denselben Weg nochmal zurückgehen? Oder kann ich auch einfach hier durchgehen, weil ich glaube nicht, dass es da eine Möglichkeit gibt. Oder? Wir gehen erstmal da durch. Schon wieder ein Part mit krasser Überlänge. Aber ich musste ja unbedingt noch ein Level spielen. Ja.
Ich hasse Spyro Grip. Hier speichern wir mal, weil diese Stelle deutlich behinderter ist, als sie aussieht. Die ist wirklich... Ich bin einfach auch mal... Also nach so einer Zeit bist du halt einfach irgendwann mal voll ungeduldig. Man kann da an dem so nicht vorbei? Wirklich nicht? Ach komm schon, nee, oder? Man ist halt... Es ist... Es ist grenzwertig gemacht. Es ist wirklich ein bisschen grenzwertig gemacht. Also, diese Plattformpassagen da... Ah, okay, gut. Ich dachte schon, ich müsste auf die Plattform warten. Ich müsste auf die Plattform warten. Wir warten mal gerade auf das World Face, nicht, dass ich da reinspringe wie so ein Horst. Okay. Eieiei. Wir machen es einfach mit den Plattformen. Wenn ich irgendwie, warum auch immer, so gerade nicht mehr hochkomme. Okay. Ich würde sagen, dann geht es das nächste Mal weiter mit dem Level hier. Machen wir mal den Double Save. Und ja, lasst mir auf jeden Fall mal eure Meinung dazu da, denn ich bin ehrlich gesagt jetzt leicht negativ eingestellt. Also, was waren meine Kritikpunkte so bisher gewesen? Das eine Level, wo man ständig sich hat runterfallen lassen, wo man sich da zu Schaltern und so rumbacken musste, das war ein bisschen doof. Die Länge von dem einen Level war ein bisschen zu lang, war aber prinzipiell in Ordnung. Wenn du halt ein bisschen länger spielst, dann ist es halt nicht so cool, wenn die Level lang sind. Also das ist nicht wirklich ein richtiger Kritikpunkt. Das heißt, es gab bisher erst einen wirklich richtigen Kritikpunkt. Und das war wirklich, dass das Level eher suboptimal war mit den Herunterfallen lassen. Weil das war einfach ein bisschen buggy und komisch und umständlich. War eher, ja, war ungeschickt gelöst, muss man einfach an dieser Stelle sagen. Und hier kommt wirklich ein sehr, 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 sehr großes Problem. Erstmal, diese Passagen sind ebenfalls recht umständlich gemacht, ja. Man erkennt zwar, dass sich der Modder wirklich Gedanken gemacht hat, was er da baut, hat es, denke ich, auch selbst ordentlich getestet und hat andere testen lassen. Allerdings hat er den Moment verpasst, wo er mit dieser Passage irgendwie haushalten müsste. Als dieses eine Level kam, das wir als erstes heute gespielt haben, das war wirklich okay, das war richtig lustig gewesen. Ja, ich habe mich zwar ordentlich blamiert, aber das Level war okay gewesen. Das Level war nicht nur okay eigentlich, sondern es war kurz, knackig und gut gewesen. Man hatte mal ein Level gehabt, das daraus bestand und das war cool. Direkt danach wieder so ein Level zu haben, hat sich halt im ersten Moment direkt redundant angefühlt und wurde mit der Zeit auch ziemlich repetitiv und auch noch viel zu schwierig. Also man erkennt so ein gewisses Schwierigkeitslevel von den Mod her und diese Passagen, besonders das zweite Level heute, haben überhaupt nicht reingepasst. Es ist von der Schwierigkeit her noch okay. Ich meine, ich kenne Sachen wie Keen Asylum und Keen 5.5. Oder da muss ich sagen, dagegen ist das noch recht einfach gewesen. Ich habe mich dumm angestellt, aber es war prinzipiell recht einfach. Aber es hat sich halt total antiklimatisch angefühlt und nochmal etwa das gleiche Level zu haben, nur dieses Mal in länger und schwieriger. Klang vermutlich im Prinzip ganz gut, die Umsetzung war leider nicht gut. Einige Stellen waren auch unnötig behindert gelöst, so dass du wirklich dazu gezwungen warst, teilweise auch Trickjumps zu machen, nicht nur um es dir zu erleichtern, sondern so, dass es überhaupt machbar ist und
da muss man auf der anderen Seite auch sagen, Gridlock, das ist der Macher des Mods, sagt nicht explizit, dass das an erfahrene Keen-Spieler gestellt ist. Also ich würde nicht sagen, dass ich wirklich ein guter Keen-Spieler bin, aber dieser Mod richtet sich eher, zumindest jetzt die letzten Level, an erfahrenere Spieler. Es ist wirklich nicht mehr so, wie 90% davor, dass es einfach so war, ja, wenn du ein Fan von Keen bist und ein bisschen spielen kannst, dann kannst du das machen. Wir sind zwischenzeitlich an einem Punkt, wo ich sage, das würde ich keinen Anfänger spielen lassen, das würde ich auch keinen Erfahreneren spielen lassen. Also nicht wirklich erfahren, sondern Leute, die schon ein bisschen Spielerfahrung haben und nicht mehr als Anfänger zählen, aber halt nicht so viel Spielerfahrung haben, dass sie das gut, ja, lösen können. Ich weiß, ich rede mich da jetzt ein bisschen rein und eventuell übertreibe ich da auch, aber besonders da ich den Eindruck hatte, vielleicht ist es auch einfach mein Fehler, dass ich den Eindruck hatte, dass sich dieser Mod eher so an die, ja, Casual-Keen-Spieler richtet, also die Leute, die ab und zu mal Keen spielen, ja, oder generell mal ab, ja, gerne Keen spielen, und dann hast du da zwei Level, ja, das erste bedingt, das zweite auf jeden Fall, das einfach nur viel zu schwierig ist. Für meine Verhältnisse fand ich es nicht zu schwierig, ein paar Sachen waren einfach viel zu umständlich und behindert gelöst, aber für Leute, die halt nicht so viel Keen spielen wie ich und nicht so viel Erfahrung haben und eventuell auch einfach nicht so gut sind wie ich, die verleben einfach mit diesem Level dann. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute voll Spaß mit dem Mod hatten und dann zu den Leveln kommen und dann einfach nur komplett das Interesse daran verlieren, weil, klar, hier, wenn ich rede, dann bin ich deutlich unkonzentrierter, sterbe häufiger, als ich sterben würde, wenn ich das jetzt einfach still, heimlich und konzentriert spiele, aber ich glaube, ihr habt so einen Hinweis, worauf ich hinaus möchte. Es ist einfach unpassend, ja. Und dann das dritte Level heute im Bunde. Die Idee war lustig. Der Anfang war richtig lustig. Und ja, dann wurde es wieder ein bisschen repetitiv. Und dann kamen wieder diese Plattformpassagen, wo ich mir denke, das hattest du doch schon in anderen zwei Leveln. Ich meine, wenn du es in den anderen beiden Leveln nicht so damit übertrieben hättest, dann wäre es nicht so störend in dem Level. Aber so hatte ich Plattformpassagen für, ja, etwa 40 Minuten, na, ich glaube es waren 30 Minuten, 30, 35 Minuten Plattformpassagen, und dann kommst du in ein anderes Level, denkst dir, oh Gott, endlich mal keine Plattformpassagen, nur um später dann wieder einfach Plattformpassagen zu haben. Und ja, ich muss zugeben, dass hat meinen Eindruck von diesem Mod ordentlich gedrückt, aber lasst euch davon nicht entmutigen, wenn ihr herausgefordert werden wollt und ja, die Möglichkeit habt, das ruhig für euch zu spielen, dann klar, los, holt euch den Mod, er ist wirklich gut. Es ist halt diese Sachen, die meiner Meinung nach wirklich einfach antiklimatisch und unpassend sind. Und bevor ich die komplette Stunde noch voll quatsche, ich meine, ich muss das ja noch rendern und hochladen, würde ich es dabei belassen. Lasst mir auf jeden Fall mal eure Meinung dazu da. Ich meine, was war euer Eindruck so bisher? Ich meine, wie habt ihr das Level gefunden mit dem Runterfallen lassen? Wie habt ihr die Plattform-Level gefunden? Ich meine, die waren an sich ganz cool, aber hat das damit übertrieben? War es auch teilweise zu schwierig und zu umständlich? Sagt einfach mal eure Meinung. Ich bin an dieser Stelle raus. Grüßt mir die Sonne und macht's gut.